Ich habe die Augen noch nicht mal aufgemacht und muss schon niesen. Was kitzelt denn da an meiner Nase? Ich blinzle vorsichtig. Guten Morgen, du kleine Glühbirne. Endlich bist du wach. Neben mir sitzt meine beste Freundin Lilibell. Ihr Körper schillert wunderschön türkis. Ich mache noch mal kurz die Augen zu, aber mein Körper fängt schon an zu kribbeln und mir wird warm. Schwuppdiwupp blühe ich goldgelb. In der Hand hält Lilly eine türkisfarbene Feder, mit der sie mir über das Gesicht streicht. Die Feder habe ich von Eileen, dem Eisvogel, geschenkt bekommen. Schon wieder kitzelt es an meiner Nase. Ich werfe meine Lindenblattdecke zurück, stehe auf und hüpfe auf meiner Moosmatratze auf und ab. Na warte, Lilly, leg dich nicht mit Gloria Glühbirne an. Ich schnappe ihr die Feder aus der Hand und kitzle zurück. Und zwar an der Nase und am Bauch. Lilly kichert. Ich muss auch lachen. Und zusammen lassen wir uns auf mein Bett fallen. Dann schaut mich Lilly ernst an. Beinahe hättest du unsere Theaterprobe verschlafen, Gloria. Die fängt gleich an. Doch erst, wenn der Mond über der Rotbuche steht, sage ich. Heute ist kein Unterricht, aber dafür üben wir ein Theaterstück. Wir haben noch Zeit für ein ordentliches Spätstück. Haben wir nicht? Der Mond steht längst über der Buche. Lilly kneift die Augen zusammen und zeigt zum Fenster. Lilly, der Mond geht doch gerade erst auf. Ich sehe meine Freundin irritiert an. Sie sieht irgendwie anders aus als sonst. Und dann fällt es mir wieder ein. Sie hat ja ihre Brille gar nicht auf. Die haben wir neulich meinem Opa Guido geliehen, als wir mit ihm eine Reise zum Meer gemacht haben und seine Brille kaputt ging. Lilly, du brauchst deine Brille endlich wieder. Du kannst ja schlechter sehen als Manni Maulwurf. Lilly nickt. Ich konnte meinen Text für die Theaterprobe gar nicht üben, weil ich so schlecht sehe. Das wird bestimmt peinlich, Gloria. Dabei will ich doch unbedingt das Glühwürmchen spielen.